Manfred, kannst du dich erinnern an vielleicht ein Gespräch, in der dir Sohrab Sahles erklärt hat, warum der Film zum Beispiel 3 Stunden sein muss? Ja, das gibt irre Gespräche. Ich hatte erstmal so ein dickes Drehbuch und fand das alles toll und wollte auf keinen Satz verzichten, ist ja klar. Und ich habe dann erst mitten im Film das Geld aus. Also der Ullstein Verlag, der da dran beteiligt war, wechselte zu Springer und es gab so eine kurze Zeit, wo man dachte, ach, die machen jetzt ein Softporno daraus und so weiter. Weil das war damals groß angesagt im deutschen Kino. Also wie Sie merken, spannender Film. Und dann sprang Gott sei Dank das ZDF ein und hat uns geholfen, hat uns und so weiter. Und erst danach hat mich der Sohrab immer angerufen, hat gesagt, Manfred, welche Szene könntest du dir wegdenken? Und dann habe ich gesagt, ich natürlich keine, ich wüsste auch nicht welche. Und da hat er gesagt, nein, und dafür müssen wir beide kämpfen. Und ich wusste ehrlich gesagt im ersten Moment nicht, worum es geht. Und dann habe ich ihn mal gefragt, und dann habe ich gesagt, Sohrab, was ist denn los? Hat er gesagt, naja, dieser Film vermittelt sich nicht in 1,5 Stunden, weil es soll ja Leben sein. Es soll ja eine Zeit vergehen und ich möchte die Figuren, die da oben mir, also mit denen ich umgehe, die möchte ich so kennenlernen, dass ich eigentlich mit jedem Mitleid, Verständnis und auch seine Geschichte begreife. Und ich kann das nur auf diese Länge hin erzählen. Es war ein unglaublicher Kampf. Und dann habe ich mal zu ihm gesagt, das weiß ich noch, da habe ich mal zu ihm gesagt, weißt du, ich kann mir vielleicht vorstellen, das war den Schluss. Er ist aufgestanden, ist weggegangen und hat so von Weitem immer geschrien, das glaubst du wirklich? Das glaubst du wirklich? Denk doch mal nach. Und dann habe ich zu ihm gesagt, na ja, gut, ich komme da nicht mehr vor. Ja, genau das hat er gesagt, genau das. Und so weiter. Ich sagte, na ja, so, normalerweise darf man nichts weglassen, ist doch klar. Aber wenn er deswegen nicht ins Kino kommt, ist er niedergekniet und hat zu mir gesagt, ich schwöre dir, der kommt ins Kino. Das war so ab, ja. Er kam ja auch. Gehen wir ein bisschen auf dieses Milieu ein, in dem das spielt. Ich habe es vorhin ein bisschen angedeutet. Wir haben gestern auch mal ein bisschen davon geredet. Also dieses ja, so Halbwelt-Rotlichtmilieu in Westberlin in dieser Zeit. Es war für mich ehrlich gesagt eine ganz neue Welt. Das kannte ich nicht. Die haben mich aber sofort sehr nett aufgenommen. Ich bin da abends beim Dreh verpflegt worden und sowas war toll. Also von wem verpflegt Von worden? den, von den, also von diesen einschlägigen Etablissements, von den Nutten und so weiter. Also das war wunderbar. Also von den Damen des leichten Gewerbes. Nutten ist ja, finde ich, immer so einen furchtbaren Ausdruck. Also das war ganz gut. Der Sohrab hat sich, das hat er mir mal erzählt, in einer langen Nacht ganz genau auf diesen Film vorbereitet. Er kannte also jede Szene lokal und kannte die ganzen Zusammenhänge, die hat er mir auch dann immer genau erklärt. Zum Beispiel, was du beschreibst, da habe ich zu ihm gesagt, ich fände es doch toll, wenn man das sehen würde. Der wird ja da abgerufen von 2 Männern, der wird zum Kampf herausgefordert. Und da hat er gesagt, weißt du, ist kein Cowboy-Film. Außerdem, wer Berlin kennt, weiß genau, wo er hingeht und warum er verletzt zurückkommt. Ja, so. Und na jo, ich habe die nur eigentlich so als Folklore, als wahnsinnig nette Menschen. Und der erst eine hat mir auch ein Auto angeboten, das ich dann sehr wahrscheinlich genommen hätte. Ich kam nicht so richtig damit klar. Und weiter. Aber es war eine andere Welt, klar. Und wir haben ja auch in 2 Wohnungen, also in einer Wohnung gedreht, in der anderen haben wir gewohnt. Also es war schon alles auf engem Raum, sehr sympathisch. Wir haben von morgens bis abends gearbeitet. Es war eine Familie, es war so, ja. Vielleicht noch eine Frage. Ich meine, das sind ja auch wirklich sehr harte Szenen. Also erstmal sind da auch sehr harte Dialoge, die ich wirklich, wenn man die zum Beispiel rausschreibt und so vor sich dann isoliert durchliest, da erschrickt man richtig. Also so eine Art zu reden existiert überhaupt nicht mehr im deutschen Film. Nein, es ist singulär. Ja, Ja. und
Gleichzeitig ist es aber auch so, dass das Interessante an dem Film ist, ich meine, sozusagen das Rotlichtmilieu im Kino ist ja nun auch, gibt's ja, ist ja fast ein eigenes Genre. Vielleicht kannst du mal ein bisschen dazu erzählen, was Sohrab erzählt hat, wie er das eben inszenieren will, weil er ist ja auch ein großer Cineast, der kannte das ja alles, ja, wie er damit umgehen will. Und zweitens, wie du in diesen Szenen, wo du wirklich auch wirklich hart bist gegenüber den Frauen, wie das überhaupt war, auch für die, für diese, ja, für das Verhältnis zu den Schauspielern. Das habe ich mir sehr schwer vorgestellt. Also ich hab gedacht, das wird unheimlich schwierig, weil da geht es ja wirklich, da geht es ja wirklich so auch wirklich in die, in das Intime eines Menschen. Das war dann überhaupt nicht so. Es ist so, der Sohrab hat mir das erzählt, das ist eine Parabel. Vorweg ist dieses Leben in dieser Zeit, die jetzt spielt, und es kommt ein Mann, versucht nach oben zu kommen. Er versucht ein Geschäft aufzubauen. Und das ist das Wichtige. Es geht in erster Linie um ein Geschäft. Und die, die sich in diesem Geschäft zur Verfügung stellen, müssen dazu angehalten werden, in diesem Geschäft zu arbeiten. Mehr findet zwischen diesen Menschen nicht statt. Alles andere, Liebe, Sehnsucht und so weiter, passiert nur aus einem Augenblick, aus einer Übersprungshandlung oder und so weiter. Aber das Denken ist, und man muss es entkleiden von dieser ganzen Rotlichtromantik. Die darf nicht passieren, hat er zu mir gesagt. Und du musst damit umgehen, als wenn du einen Teppich verkaufst. Erst dann kriegen wir das Gefühl, was wirklich in diesen Läden vor sich geht, was da abgeht, wie Menschen darauf trainiert werden, nett zu sein und wie sie auch damit dann leben und so weiter. Das war das Erste. Dann hat er gesagt, dann ist es auch, darauf habe ich ihn eigentlich gebracht, ich habe gesagt, aber das Ganze ist doch so, ich will den Schluss jetzt nicht verraten, habe ich gesagt, als ob es so eine systemische Geschichte ist, weil Menschen, wo man sich sagt, also ich will jetzt das nicht zu groß machen, aber ich erwähne es mal, also wie man so jetzt im Ostblock sieht, dass immer noch die gleichen Systeme weiter existieren. Das passiert ja hier irgendwo. Und dann hat er zu mir nur gesagt, ja, habe ich nicht nachgedacht, aber du hast den Film begriffen. Das ist es, genau darum geht's. Ja, ich führe das nicht besser aus, weil das ist, nehme sonst hier zu viel vorweg. Und er hat immer zu mir gesagt, du musst schön sein, elegant sein und du musst knallhart sein. Und da das nicht zusammengeht, musst du dir immer denken, du bist ein Samurai. Und das hat mir unheimlich geholfen.